nicht sagen. Okay. Und damit herzlich willkommen zum großen GTA-Countdown. Wir starten mit GTA 1. Ich habe einen Gast bei mir. Hallo. Wir spielen so lange GTA, bis GTA 5 rauskommt. Erklär mal kurz die Regeln, während ich den Controller hier entführe, Jens. Ja, und zwar sind die Regeln, dass ich die Regeln nicht kenne, aber... Denk dir welche aus, Mann. Und zwar sind die Regeln, dass man... jedes GTA so lange spielen muss, bis man dann den nächsten Teil spielt. Und dann geht's halt hoch vom ersten zum dritten, zum vierten, vom San Andreas, dann Liberty City. Durch. Nur die Hauptteile, sowas wie Liberty City Stories nicht. Wir spielen 1, 2, 3. Ja, aber Liberty City schon. Na, 3, Vice City, San Andreas und wenn Robin cool ist, spielt er dann noch GTA 4. Und dann, am nächsten Tag, kommt GTA 5 raus. Das ist unser GTA-Countdown. Übrigens, das mit den mehreren Charakteren gab es schon im ersten Teil. Ich weiß nicht, warum das Feature jetzt bei 5 so gefeiert wird. Travis, da ist sogar einer schon Travis, oder der andere ist Travis. Scheiße. Nee, ich nehme Franklin. Oh, kaputt. So. Jetzt wird's erstmal geladen. Ladezeiten wird's im fünften Teil auch geben. Weißt du das schon? Ja. Haben sie das schon angekündigt? Haben sie schon geteased. Ach, scheiße. Ja. Ja, lade und laden. Reich mir mal den Club Mate, bitte. Ach, die Club Mate? Ist das alles hier mit der Kamera? Haut das so hin? Ja, super. Wird gecaptured. Das ist nicht meine Club Mate. Im ersten Teil, auf X läuft man. Und mit dem. Mal leer. Links ist die. So. Beginnen wir mal den ersten großen Autodiebstahl. Den ersten in der GTA-Serie übrigens. Den ersten. Gibt das nicht auf oder wie? Doch. Oh. Wie fährt man rückwärts? Nee, so steigt man aus. Also die Grafik ist noch kein wirklicher Grafikschmaus, muss ich sagen. Aber der Spielspaß ist ein Spielspaßschmaus. Du meinst, das GTA 5 Grafikschmaus wird? Nicht so ein Grafikschmaus wie das fünfte wie das fünfte? GTA 5, wer weiß, ob das so ein Grafikschmaus wird wie Watch Dogs. So, ich fahr erstmal alles ein bisschen über den Haufen. Sag, kommentier doch mal was, Jens. Jens ist übrigens der bei Assassin's Creed immer mitspielt. Der überstirbt. Genau. Nee, letztes Mal, im letzten Video hast du ihn getötet, Edward. Ja, sieht man aber nicht richtig. Na gut, doch. Warte, ich so, fahr mal auf schnell jeden Fall sieht man hier manchmal, wenn diese Häuser so total toll 3D sind, ja, sieht man manchmal aber auch das Auto nicht. Finde ich ein bisschen unpraktisch persönlich. Ich fahr gerade durch North East Park. Die Bäume sind die eigentlich, sind die? Die sind auch 2D. Nee, die sind schon ziemlich 3D. Echt? Sind 2D-Texturen, die ein bisschen näher dran sind, glaube ich. Weil das ist nicht so hart 3D wie die Häuser. Die sehen ja schon ziemlich krass aus. Jo, Leute. Ah, ich frag mich echt. Das hat damals Spaß gemacht. Ich frag mich schon, wann ich meine erste Waffe bekomme. Oh ja, du hast schon eine Waffe übrigens. Wo? Da! Warte, ich steck mal eben aus. Wo kann ich ihn dann schießen? Warte, X laufe ich und hier. Ich kann rülpsen. Ach du Scheiße, dann rübst du ja mal jemanden an. Wie schieße ich denn? Voll offensive. Ah! Oh Mann, sieht das gut aus. Also die Kugeln sind so langsam, dass man sie sehen kann auf jeden Fall. Das ist... Na, muss ja auch was aus sich machen. Ha, totgeschossen mit Blut. Boah, das ist ja gut. Mal sehen, ob ich einen Stern kriege. Gab's da schon Sterne? Weiß nicht, auf jeden Fall sind die Fenster irgendwie alle schräg. Da. Alle totgeschossen. Nein, ich hab keine Munition mehr. Jetzt muss ich schlagen. Oh, jetzt hast du zwei Polizeimänner. Echt, das Polizeimänner da oben? Sieht man das auf der Kamera? Ich muss fliehen, Moment. Ja, das sieht man gerade so. Ich muss fliehen. Auf dem Gehweg. Oh, was ist das jetzt? Oh, Alter. Was ist da durch? Nee, da ist ein Boiler. Du kommst da nicht durch. Boiler? Wasser.
Oh nein, die Polizei. Boah, jetzt hast du sogar drei Polizisten schon. Drei. Aber drei Sterne, jetzt muss ich aber echt fliegen. Das kommt vielleicht, kommt bei 5 Sternen schon die Panzer bei GTA 1. Gibt's bei GTA 1 Panzer? Stimmt. Sich zeigen. Sich zeigen. Ja, okay, wir forschen das jetzt alles. Hast du schön gewendet? So, für die Polizei ausgedrückt. Geile Radiosender. Wir haben schon damals geile Radiosender. Hier, nee, nee. So. Ah, 4 Sterne. Das sind keine Sterne. Sieht aber ein bisschen so aus wie Sterne. Das sind sternförmige Polizis. So. Also ich finde, die Framerate ist wieder mal enorm hoch bei diesem Spiel. Das auch noch, ey. Es kommt noch das. Es läuft flüssiger als. Grafik. Oh, ich bin tot. Was für eine Explosion. Guck mal die Flamme an. Das war GTA 1. Ja. Schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt GTA Countdown 3, 2, 1, 5.